Sind solche Situationen Glück oder doch etwas mehr? Wir schauen uns anhand eines kurzen Ausschnittes meines Gameplays an, worauf es ankommt und wie es zu solchen Situationen kommt. Zu Anfang schauen wir uns kurz auf der Karte an, welche Ausgangssituationen herrschen und wie ich diese Information nutze, mein weiteres Vorgehen zu planen. Das erste, was auffällt, ist, dass die Kapelle vom Feind schon zur Hälfte eingenommen wurde. Und das, obwohl unser Commander Verstärkung aktiviert hatte. Aufgrund der Verteilung unserer Männer konnte man eigentlich sicher sagen, dass man weder im Norden noch im Osten Probleme hatte. Auf der Karte waren zusätzlich noch ein Panzer markiert im Süden der Kapelle, gegen den ich natürlich selber nichts ausrichten konnte, aber ich hoffte, unsere beiden Heavies würden sich dieser Aufgabe annehmen. Da die beiden Außenposten von Abel und Easy zwar aufleuchteten, aber noch nicht rausgenommen wurde, ging ich davon aus, dass der Feind auf der Ostseite dieser Straße zu finden sei. Ich vermutete bei diesem Gebäude oder etwas südlicher davon einen Außenposten oder vielleicht sogar eine Garnison des Feindes. Ich wollte hier im Süden, wo unsere Supplies lagen, eine Garnison für unsere Mannschaft aufstellen, da es Abel anscheinend unmöglich war, direkt bei der Kapelle eine aufzustellen. Danach wollte ich sofort nach Norden vorrücken, um dem Feind in den Rücken zu fallen. Sollte mir dies gelingen, würde das Grabensystem bis zur Kapelle nach vorne zurück, alle Feinde auf dem Weg dorthin zu eliminieren. Die Garnison stand schon mal. Jetzt ging es auf den Weg nach Norden. Okay, enemy heavy is down. Bisher noch kein Kontakt. Der feindliche Panzer schießt. Hier haben wir den ersten Feind. Ich hatte eigentlich mit mehr Feindberührung gerechnet. Ich ging davon aus, dass sich vielleicht hier im Haus noch jemand befand. Ich hatte das Haus soweit abgesucht, aber niemand war da. Nach einem weiteren Blick auf die Karte sah ich, dass unsere Garnison, die ich eben erst aufgestellt hatte, noch warm war. Feind war noch sehr nah. Das heißt, der Feind war weiter Richtung Norden und eventuell auch auf der Westseite der Straße unterwegs. Ich wollte noch kurz hier im Haus warten, ob nicht doch irgendwo noch ein Feind herumrannte, da mir unsere Garnison natürlich anzeigte, dass noch was in der Nähe war. Und tatsächlich, man hörte kurz darauf Schritte. Commander, wir brauchen neue Panzer in der Mitte. Wenn man genau hinhört, hört man, dass der Feind erst über Matsch lief, dann kurz auf Holzboden und dann wieder im Matsch lief. Das sagte mir, dass der Feind nicht im Haus war, sondern einfach nur durch das Haus durchlief, Richtung Norden auf die Kapelle zu. Nun hatten wir zwei Feinde, die am Haus Richtung Norden geguckt hatten, beziehungsweise gerannt sind und aus Süden kamen. Das heißt, die Spawnmöglichkeit war nicht hier am Haus oder direkt in der Nähe, sondern musste relativ nah an unserer Garnison stehen. Da unsere Garnison aber noch stand und nicht versucht wurde, sie abzubauen, ging ich davon aus, dass der Außenposten doch etwas weiter im Osten liegen musste. Und wirklich, da war wieder ein Feind. Ich vermute, dieser Feind hätte unsere Garni gesehen und wahrscheinlich auch rausgenommen. Glück im Unglück. Und siehe da, der feindliche Außenposten wurde gefunden. Die Garnison war nun wieder frei, kein Feind mehr in der Nähe, eigene Truppen sind auch an der Garnison gespawnt und unterstützt mich in diesem Bereich. Ich ging nicht davon aus, dass weitere Außenposten oder eventuell sogar noch eine Garnison hier stand, sonst wäre mit Sicherheit schon viel mehr Feind hier. Dementsprechend ging es jetzt wieder Richtung Nordwest, um die letzten verbleibenden Männer von hinten aufzuräumen. Netterweise hat einer unserer Späher genau in dem Moment einen Flair gezündet, die ein bisschen Licht an das Ganze brachte und die Sache nochmal vereinfachte. Man kann auf der Karte erkennen, dass hier nicht nur ein Punkt, sondern gleich zwei Punkte direkt nebeneinander lagen. Dementsprechend musste ich eigentlich nur die Straße überqueren und die beiden Feinde aus dem Haus rausholen. Ich markierte mir das Ganze nebenbei noch mit einem Ping, um auch außerhalb der Karte schnell sehen zu können, wo genau sie sich aufhalten. War dann allerdings überrascht, als einer von beiden mir entgegenkam. Glücklicherweise war ich etwas schneller. Diese Schüsse aus Nordost haben mich echt irritiert, da ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass dort unsere eigenen Leute sind. Ich hatte allerdings vorher auf der Karte übersehen, dass an der Straße noch ein weiterer Feind markiert wurde. Aber es hilft nichts. Schnell in Deckung verbinden und sich den zweiten Mann hier am oder im Haus vorknüpfen. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat oder du sogar was gelernt hast, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen rauf da lässt und eventuell sogar einen Kommentar, ob ich solche Videos öfters machen soll. Und ja, dieser Treffer war definitiv glücklich. Im selben Moment traf mich eine Kugel. Wir sind hier am Indikator von der linken Seite, das heißt aus Süden.
Da wir die Ostseite des Straßen ja eigentlich freigemacht hatten, musste der Gegner auf der Westseite sich befinden. Dies war wichtig für den nächsten Anlauf. Eine schnelle Markierung setzen, damit unser Team weiß, wo der Feind zu finden ist. Hier in der Gegend müsste der Feind irgendwo lauern. Wir sind gleich da. Diesmal zog ich den kürzeren, aber mein OP war nicht allzu weit weg, also konnten wir relativ schnell auch wieder neuen Druck aufbauen. Der Feind musste weiterhin hier in der Nähe der Scheune agieren. Und siehe da, drei Mann. Glücklicherweise war keiner der drei schnell genug. Ein paar Sekunden später bekam ich die Nachricht, dass ein anderes Squad den feindlichen Außenposten zerstört hatte. Dadurch war der Feind hier im Süden endgültig geschlagen. Wenn du in Zukunft keinen der Tipps mehr verpassen willst und mir helfen willst, lass doch gerne ein Abo da.